Untersuchungen zeigen, dass Führungskräfte, die stabile, digitale und persönliche Netzwerke aufrechterhalten, bis zu 30% produktiver sind als andere. Wenn Sie bereits glauben, dass Sie ein verflixt gutes Team oder Netzwerk haben, tut es gut, von Zeit zu Zeit daran erinnert zu werden, was ein großartiges Team ausmacht. Hier unsere Definition. Ein großartiges Team ist eine Gruppe von Menschen, die leidenschaftlich und engagiert auf ein gemeinsames Ziel hinarbeitet. Das zu erreichen ist nicht einfach, aber es funktioniert, wenn Sie bestimmten Schritten dabei folgen. Erstens, setzen Sie sich regelmäßig zusammen. Das Ziel ist, sich regelmäßig auszutauschen und die Mitarbeiter zu involvieren. Klingt einfach, doch denken Sie darüber nach. Wie können wir uns für etwas leidenschaftlich engagieren, wenn wir nicht wissen, was vor sich geht? Ein anderer Punkt, der für Mitarbeiter wichtig ist, sich eingeweiht fühlen. Wenn Sie Mitarbeiter einweihen, macht sie das besonders stolz und motiviert. Zweitens, setzen Sie hohe Standards. Wenn Sie hohe Standards kommunizieren, dann haben Sie die Basis für ein leistungsstarkes Team etabliert. Doch kommunizieren allein reicht nicht. Danach folgt die harte tägliche Führungsarbeit. Ignorieren Sie keine Abweichungen. Sprechen Sie Ihre Mitarbeiter darauf an. Wenn Sie das nicht machen, werden die Mitarbeiter die Qualität liefern, die Sie akzeptieren. Drittens, vergeben Sie mehr Verantwortung. Um Menschen zu motivieren, sollten Sie ihnen mehr Verantwortung geben. Ich spreche nicht von Delegieren. Es ist nicht aufregend, eine Aufgabe delegiert zu bekommen, aber es ist aufregend, eine Position mit Verantwortung und Kompetenz anvertraut zu bekommen. Das macht einen großen Unterschied. Viertens, Ihre Einstellung gegenüber Mitarbeitern bestimmt deren Einstellung Ihnen gegenüber. Grundsätzlich bestimmt Ihre Einstellung gegenüber Ihren Mitarbeitern deren Einstellung gegenüber Ihnen. Wenn deutlich ist, dass Sie sich kümmern und an Ihnen interessiert sind, bekommen Sie das zurück. Fünftens, achten Sie auf sich selbst. Sie können nicht auf andere Menschen achten, wenn Sie nicht auf sich selbst achten. Halten Sie sich körperlich und mental fit. 3 Tage die Woche, 20 Minuten Herz-Kreislauf-Training wird Ihre Energie merklich verbessern. Sie können jedoch Körper und Geist nicht trennen. Es sind 2 Arten von Nahrungsmitteln, die man seinem Geist geben muss. Humor und Inspiration. Also setzen Sie sich so vielen positiven Gedanken wie möglich aus und lachen Sie, so oft es geht. Eine Führungskraft, die Ihre Arbeit liebt, ist die Art Mensch, dessen Enthusiasmus ansteckend ist. Jede Firma braucht solche Personen. Sie sollten eine dieser Personen sein, als Führer Ihres Teams. Besuchen Sie daher unser Seminar Leidenschaftliche und engagierte Teams formen. Melden Sie sich und Ihr Team an.